Herzlich willkommen hier zum Video. Ich habe heute mal einen Gast mitgebracht, einen Partner von uns, der etwas Außergewöhnliches macht von der Dienstleistung her, was man so nicht kennt, was aber eigentlich für jeden, auch für jeden, der das Video jetzt schaut, interessant ist. Und deswegen würde ich sagen, viel Spaß dabei. Ja, Patrick, schön, dass du hier bist jetzt in Hannover. Ist ja doch ein ganz schön weiter Weg für dich gewesen hierher. Wie lange bist du gefahren? Freut mich auch. Mit dem Zug ging es knapp 4 Stunden. 4 Stunden, ja, okay. Und ich bin ja schon tatsächlich 3-4 Jahre Kunde bei dir oder so. Mhm. Ne? Du bei uns auch schon vor Ewigkeit mal dazugekommen und hast Marketing so ein bisschen bei uns gelernt. Jetzt hast du gesagt, komm, Jungs, übernehmt ihr das Ganze mal. Und es ist ja mega interessant, was du machst. Erzähl gerne mal, was bietest du eigentlich an? Warum ist das für jeden interessant? Ja, also ich bin im Energiebereich tätig. Ich helfe also Leuten, Energiekosten zu sparen im Strom- und Gasbereich. Aber nicht so, wie man es vielleicht kennt oder sich vorstellt, dass ich irgendein Tarifverkäufer bin, der irgendein Angebot aus dem Internet zieht, weil dazu braucht man mich eigentlich gar nicht. Ne? Sowas kann man sich selbst in Online-Vergleichsportalen besorgen. Das Problem ist nur, viele sind dazu bequem dafür. Die haben keine Lust, keine Zeit, sich um den Anbieterwechsel zu kümmern. Manche sind auch zu ängstlich, die haben Angst, weil es gibt wirklich viele Billigangebote, die billig aussehen. Und dann gibt es die bösen Überraschungen. Mhm. Deswegen bieten wir als Lösung sozusagen unser volles Premium-Paket, so ein Full-Service. Das heißt, der Kunde muss sich um gar nichts mehr kümmern, kann sich entspannt zurücklehnen. Und wir als Profis schauen jedes Jahr für Jahr, dass es wirklich so günstig wie möglich, aber auch so sicher wie möglich ist. Ja. Das heißt, wir vergleichen natürlich die Preise, aber wir prüfen auch das Kleingedruckte, das, was sonst niemand macht. Ja. Also wenn es 10 Seiten kleingedruckte AGBs gibt, wir lesen die durch, sortieren raus, was nicht seriös ist, schauen auch hinter den Kulissen, wie kundenfreundlich ist der Versorger, die Garantien, die er gibt, sind das auch echte Garantien, wie finanziell aufgestellt ist er jetzt nach der Krise. Ja, und so kann der Kunde, wenn wir für ihn wechseln, automatisch sparen, spart sich aber nicht nur sehr viele Energiekosten, man kann teilweise 30-40% sparen. Mhm. Also es kann auch über 1000 Euro selbst bei Privatkunden sein. Man spart sich aber halt auch den ganzen Papierkram, die Zeit und den Aufwand. Ja, das Spannende ist ja, das Ganze ist ja kostenfrei. Ja? Richtig, genau. Das ist ja das Interessante eigentlich daran, dass ich spare auf jeden Fall. Ja, das ist garantiert. Genau, das ist ja einfach nochmal, was ich auch interessant finde. Man könnte sagen, ja gut, ich kenne auch Check24, wie du schon gesagt hast. Ne? Aber der Punkt ist, dass Patrick halt einfach ein paar tausend Kunden hat, wo er zu dem Versorger geht und sagt, guck mal Versorger, ich sehe schon, du bist relativ günstig. Das passt auch von allem, was ich mir angeschaut habe. Aber ich habe hier ein paar tausend Leute und das ist natürlich für dich viel weniger Akquiseaufwand. Machen wir doch mal gute Konditionen und schon geht es halt nochmal ein paar Prozent günstiger, was man selber als Einzelner gar nicht rausholen kann, weil man gar nicht dieses Druckmittel dahinter hat, dass man tausende Leute dann auf einmal wechseln kann. Genau, wir betreuen mittlerweile einige tausend Kunden und dadurch kriegen wir halt Rabattkonditionen, die der Kunde alleine so nicht bekommen würde. Richtig. Abgesehen davon ist es halt für den Kunden deutlich bequemer. Wir sind eben als Ansprechpartner da und der Kunde hat schon mehr Qualität, mehr Leistung, weil wir beispielsweise auch die Jahresabrechnung kontrollieren. Auch das gehört zu unserem Service. Ich finde es ja voll interessant, worüber wir auch gerade gesprochen haben, ist natürlich, das eine ist, die Kunden zu gewinnen, was halt teilweise gar nicht so einfach ist, weil die Leute wissen nicht, dass es dich gibt, die können dich nicht finden. Das andere ist aber dann auch die Leute, weil es ist an sich wirklich, ich merke nicht mal, dass ich bei dir Kunde bin. So, ne? Ich zahle halt weniger als die anderen. Das haben wir jetzt auch tatsächlich gestern festgestellt, dass meine Schwiegermutter zahlt irgendwie 150 im Monat bei einer gleich großen oder sogar etwas kleineren Wohnungen und weniger Verbrauch, weil Trockner und sowas halt nicht da sind. Und ich zahle irgendwie 70 oder 75. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jeden Monat einfach Netto-Geld Ersparnis, so, ne? Ja. Mit einem einmaligen Aufwand, bei dir einmal Kunde zu werden und den ganzen Rest machst du ja dahinter. Genau. Und das ist halt schon sehr angenehm, sehr komfortabel. Das wissen aber viele gar nicht. Ja. Und wenn man dann am Ende des Jahres noch Guthaben zurückbekommt, während die anderen vielleicht nochmal was nachzahlen müssen. Haben wir tatsächlich letztes Jahr auch. Ja, kann man tatsächlich sagen. Dann ist das noch größer, ja. Aber das ist mein Job, das mache ich sehr, sehr gern. Ja. Und noch mehr macht Spaß, wenn ich mit euch zusammenarbeiten kann. Wie gesagt, früher schon in einem kleinen Rahmen und jetzt freue ich mich, dass wir noch mehr zusammen Gas geben können. Wir haben 2 Dinge festgestellt. Das eine ist, dass halt die meisten Leute, wie gesagt, gar nicht wissen, dass es dich gibt, dass es sowas gibt. Das heißt, die Werbung geht halt ab wie sonst was. Also die Anfragen, ist wirklich, ich weiß gar nicht, was eine Anfrage kostet, 5 bis 10 Euro. Auf jeden Fall, das ist extrem günstig. Ja, also ich kann das so formulieren. Aktuell muss ich schauen, dass wir uns Freiräume schaffen und intern vieles optimieren, weil wir den Anfragen nicht nachkommen. Genau, und jetzt, das Ganze soll jetzt ja gar nicht so eine Beweihräuchung unserer Dienstleistung sein. Es soll ja auch um Inhalte für dich jetzt gehen. Aber das Interessante ist ja wirklich, wir haben ja gerade mal uns zusammengesetzt und gesprochen, wie läuft es eigentlich intern bei euch gerade wirklich ab? Und ich bin davon ausgegangen, ne, wir sprechen so und so, ja, ich habe da schon das und das und läuft alles schon automatisch. Aber es ist ja wirklich so, dass gerade aktuell noch die Sachen wirklich manuell von dir stattfinden. Also du wirklich manuell die Unterlagen alle einreichst, manuell die Sachen ausfüllst. Du hast schon ein eigenes System dahinter gebaut, was digital ist, ne? Aber ganz viele manuelle Schritte dabei sind. Ja. Und das ist halt heftig, weil
es ist ja trotzdem ein Aufwand dann, jetzt gerade auch in der aktuellen Situation, wo die Preise halt nach oben gehen, dass du wirklich super viele Leute umziehen musst, damit die halt günstig bleiben. Ja, wenn man so, sagen wir mal, innerhalb von 14 Tagen 5.000 Kunden auf einmal wechseln muss. Ich dachte zwar immer, ach, ich bin schon digital und nicht in Papierform, aber es wird noch viel manuell gemacht bei uns hinter den Kulissen. Und ja, das kann man optimieren. Ja, und was wir dazu rausgefunden haben, auch mal so als für dich jetzt, was du vielleicht noch mitnehmen kannst, im Endeffekt, was du ja machst, du hast ja komplett wirklich alles digital. Du hast den Vorteil, du hast nicht am Ende eine physische Dienstleistung, die du erbringen musst, wie die meisten anderen, die sich das vielleicht gerade anschauen. Aber auch bei der physischen Dienstleistung habe ich ja ganz viele Informationen, Daten, die von A nach B gelangen müssen, damit jemand seinen Job machen kann. Ne? Und das sind alles Themen, die komplett digitalisierbar sind. Du hast jetzt auch gesehen, wie einfach das eigentlich geht. Ne? Ich habe das ja gerade mal gezeigt, was man auf dem System ja machen kann. Dass du von A nach B schiebst, dann geht deine Mail raus. Ja. Dass du von A nach B schiebst und dann wird dein Versorger informiert. Das sind alles Themen, die automatisch passieren können. Und ich glaube halt, also zum einen, vielleicht nochmal für dich den Hintergrund, warum wollten wir das Video machen. Zum einen wollten wir einfach mal vorstellen, was du machst, weil es halt doch super spannend ist, weil es halt für niemanden ein Nachteil ist. Und das ist übrigens auch für Unternehmen ein Thema. Ne? Kleine Unternehmen sind ja auch bei dir Partner und die haben natürlich dann nochmal eine andere Ersparnismöglichkeit, weil die auch meistens mehr Strom verbrauchen. Ja. Und gerade die sich das jetzt anschauen, ne? Ganz viele verarbeitende Betriebe, die haben einen Stromverbrauch von Nonplusultra, also gerade Metallbau oder sowas, ist ja super viel, was da reingeht. Und dass diese Leute einfach mal darauf aufmerksam werden, hey, es gibt dich, ne? Die können da wechseln, das ist risikolos, das ist super einfach, ist halt ein Riesending. Und zum anderen, was wir jetzt auch festgestellt haben, dass du wahrscheinlich deine Effektivität dahinter super nochmal verbessern kannst, damit es schneller für den Kunden geht, dass damit weniger Aufwand für euch ist, ihr mehr Leute betreuen könnt. Genau. Das sind halt super Hebel, ne, die man einfach mitnehmen kann. Genau, richtig. Da bin ich schon gespannt. Ja, und das wollten wir jetzt einfach mal mit dir teilen, auch mal, dass du mal siehst, hey, wir machen nicht immer nur Marvin und ich hier Videos, sondern wir haben auch einen Tatakor dabei. Und ich hoffe, da waren ein paar Sachen für dich dabei, weil dieses Thema Angebotsstruktur ist ein super spannendes Thema und bei dir ist ja die Angebotsstruktur perfekt. Die Person spart Geld, das ist immer gut. Die Person hat keinen finanziellen Aufwand dafür, sie hat kein Risiko dafür und sie hat keinen Arbeitsaufwand dafür. Das ist eigentlich das perfekte Angebot. Ne? Die Kunst ist nur, es online halt zu vermarkten, das ist unser Job, das machen wir. Das klappt schon sehr gut, würde ich sagen. Und wir sind mit einem initialen Kunden, glaube ich, im ersten Jahr schon mehr als Break-Even. Ne? Das ist gerade so ungefähr der Punkt, dass das halt geil ist. Das ist skalierbar bis zum sonst was, sobald wir die Strukturen geschaffen haben, dass ihr es auch abwickeln könnt. Ne? Von daher wünschen wir dir erstmal eine gute Zeit. Wir hoffen, du hast da ein paar Sachen mitgenommen. Vielleicht hast du auch Fragen zu deiner eigenen Angebotsstruktur, weil so soll man ein Angebot strukturieren. Finde ich, das ist, wenn du das so schaffst, dann hast du Kunden ohne Ende. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.